Wer das letzte Buch gelesen hat oder sich damit beschäftigt hat, wem das begegnet ist, das Showdown, da ging es um unglaublich viele Themen. Auch da, da ging es um Europa, es ging um den Euro, es ging um unser Geldsystem, was könnte man besser machen, viele, viele andere Dinge mehr. Interessanterweise haben sich die Medien auf ein einziges Thema eingeschossen in diesem Buch. Und das begleitet dieses Buch und auch die Argumentation mit mir eigentlich bis zum heutigen Tag rundherum. Und das sind die Gasvorkommen. Die Gasvorkommen in Griechenland. Herr Müller, Spinner, Verschwörungstheoretiker, Sie sind der Einzige, der von den Gasvorkommen weiß. Tatsächlich hat mich das total gewundert, weil in dem Buch waren viel mehr Themen drin, die eigentlich durchaus eher angreifbar gewesen wären, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist eher Theorie oder einfach mal eine Überlegung, die ich da anstelle und weniger faktenbasiert. Aber gerade dieses Gasthema war absolut faktenbasiert. Ich hatte alle Daten beieinander, ich hatte die geologischen Gutachten vorliegen, so ein Packen. Ich habe Erdkunde-LK gehabt, also ich kann das halbwegs lesen, aber natürlich nicht bis in die Tiefen hinein. Und deshalb habe ich den Chefgeologen des griechischen Geologischen Instituts vorgelegt. Das sind ja keine dummen Leute. Die guckten sich das an und sagten, Herr Müller, die Professoren, die diese Dokumente geschrieben haben, diese Studien gemacht haben, genießen in der Branche höchste Reputation, gehen Sie davon aus, dass die korrekt sind. Ich habe die Studien vorliegen, der Royal Bank of Scotland, der Deutschen Bank London. Die Studie der Deutschen Bank London sagt, dass Griechenland auf Gasvorkommen sitzt, die über einige Jahre einen Wert von über 600 Milliarden Dollar hätten, Euro hätten. Ja, das ist eine Studie der Deutschen Bank London. Ich habe mit der griechischen Außenministerin, ehemaligen Außenministerin Bakoyannis gesprochen und da waren hochrangige Personen dabei, da war Professor Sinn mit dabei, da war Stark von der EZB mit dabei und da sagte sie Bakoyannis in unserem Gespräch, sie weiß, dass Griechenland auf Gasvorkommen sitzt, die denen in Libyens entsprechen. So, also wenn ich all diese Quellen und Belege habe und kann sie vorlegen, dass mir dann einer sagt, das ist alles Blödsinn und sind sie selbst runtergetaucht und haben das nachgeprüft, dann fragst du dich, sag mal, da kommst du dir vor wie Galileo Galilei, dann ist halt die Erde eine Scheibe oder dann dreht halt die Sonne sich um die Erde, keine Ahnung. Mehr als beweisen kannst du es nicht. Wenn dann einer sagt, ihre Beweise interessieren mich nicht, dann bist du einfach, da stehst du einfach ohnmächtig da und sagst, okay. Und dann zu sagen, der Müller ist ein Irrer, das ist ein Spinner, weil der behauptet, da gäbe es Gasvorkommen, die gibt es gar nicht. Dann sag ich, Freunde, da sind sie doch. Ja. Und inzwischen ist das vollkommen eine Realität. Inzwischen das Handelsblatt schreibt dann Schatzinsel Zypern, wo es ums Gas geht. Spiegel schreibt, selbst der Spiegel, der das ja nicht glauben wollte, ne, schreibt 2018 Gas im Mittelmeer. Reuters 2018 Total Edison Get Greek Go Ahead for Oil and Gas Exploration. Ich meine, das ist inzwischen Allgemeinwissen. Und trotzdem werde ich immer noch darauf angesprochen, was ich da für einen Scheiß erzählen würde, es gäbe Gas in Griechenland. Da stimmt das. Das ist manchmal ungläubig. Aber warum erzähle ich das so ausführlich? Weil ich ein Verständnis dafür habe, weil anfangs habe ich es nicht verstanden. Da habe ich mich auch drüber gewundert, das kann doch nicht sein. Du hast hier absolute Beweise, Belege, die Primärquellen sind. Wie kann jemand das in Frage stellen? Wie kann jemand da noch sagen, das ist Quatsch? Dann habe ich mich auseinandergesetzt damit, wieso das so ist. Habe auch in mich selbst reingehört. Wie gehe ich denn damit um, wenn jemand kommt und kommt mit einer Story, mit einem Thema, mit einer Argumentationskette, die vollkommen meiner Sichtweise widerspricht? Und da passiert tatsächlich etwas vollkommen Menschliches. Man lehnt es ab. Und je mehr man von sich überzeugt ist, dass man eigentlich einen ganz guten Blick auf die Dinge hat und Dinge weiß, umso mehr lehnt man andere Meinungen ab, die das eigene Weltbild in Frage stellen, die eigene Sicht in Frage stellen. Das kann überhaupt nicht sein. Und gerade bei Journalisten ist es natürlich noch schwieriger, weil die leben davon, Dinge anderen Menschen zu erklären und darzustellen. Und wenn wir jetzt einen Journalisten nehmen, nehmen wir als Beispiel mal das Thema der Ukraine. Als es da zu dem Umsturz kam, der Westen war ja da ganz wesentlich mit beteiligt, hat sich allerdings erst später herausgestellt. Das war am Anfang noch gar nicht so klar. Sofort war erstmal die Lesart der böse Russe. Was passiert denn da? Ganz viele Journalisten natürlich haben sich auf die Seite gestürzt, der guten Menschen, die auf der Suche nach der Demokratie sind, Maidan und was so war. Das war, die Story war ja auch erstmal, wenn man es zum ersten Mal, ohne in die Tiefe zu gehen, sieht, für den ist klar, wo gut und böse ist. Und entsprechend haben die Journalisten sich auch positioniert und haben das niedergeschrieben und haben gegen die bösen Russen gewettet und für die tolle Demokratiebewegung etc. Nachvollziehbarerweise. Und wenn ich das mache als Journalist und es stellt sich dann Monate oder ein, zwei Jahre später raus, dass es da noch eine zweite Wahrheit gibt, dass das ganz anders aussieht, dass da ganz andere Kräfte im Hintergrund gewirkt haben, dass ganz andere Zusammenhänge gelaufen sind und es nicht so einfach ist, zwischen gut und böse in der Situation zu unterscheiden. Was habe ich jetzt noch für eine Möglichkeit?
Wer hat denn dann die Größe, sich hinzustellen, einen Artikel zu machen, zu sagen, sorry Freunde, ich habe euch damals Blödsinn erzählt, das stellt sich heute anders dar. Weil erstens brauchst du da eine wahnsinnige menschliche Größe, das erwarte ich von gar niemandem, dass er so selbstsicher ist oder so sich selbst bereit ist, in Frage zu stellen. Das ist, da muss man sich sehr überwinden für. Und zum Zweiten ist es eine ganze Frage der Reputation. Wenn ich das sage, wenn ich sage, ich habe euch da Blödsinn erzählt, im Brustton der Überzeugung, dann wird der Leser sagen, ich habe dir damals geglaubt. Wo hast du mir noch überall Blödsinn erzählt? Von dir kann ich ja gar nichts mehr lesen. Also deshalb ist das dann nachvollziehbar, warum, wenn so ein Thema mal gesetzt ist und ein Journalist sich mal festgelegt hat auf eine Sichtweise, dass der aus der Nummer ganz, ganz schwer wieder rauskommt und deshalb auch seine Meinung, seine Sichtweise bis zur letzten Patrone verteidigen wird, wenn man so sagen darf in dem Zusammenhang, verteidigen wird, weil es gar nicht, weil aus diesen menschlichen Gründen heraus. Also deshalb für mich auch sehr viel Respekt vor Kritikern, vor Leuten, die das nicht glauben, was ich sage. Die sagen, Mensch, Müller, das ist alles Blödsinn, was du erzählst. Grundsätzlich sage ich, komm mir nicht mit Blödsinn, sag mir, wo es falsch ist. Komm mir mit Fakten, komm mir nicht mit Pauschalurteilen von wegen Verschwörungstheorie oder sonst ein Blödsinn. Dann sag mir, wo die Fakten nicht stimmen, sag mir, wo meine Daten nicht stimmen. Dann können wir reden, aber nicht pauschal. Aber ich habe erstmal Verständnis dafür, dass Menschen, deren Weltbild ich in Frage stelle, sich wehren und das nicht wollen. So. Und dass das dann nur menschlich ist, sich da eben zu positionieren, nachvollziehbar.